Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Bantico-Map im Landwirtschaftssimulator 22. Ja, und wie ihr seht, willkommen im nächsten Jahr. Jo, was ist bis jetzt passiert? Machen wir mal Motor aus, sparen wir mal einen Moment. Also, ich habe hier quasi, ja, da ist es wieder, das quasi. Ich habe uns mal ein neues Gespann geholt. Und zwar, ich wollte ja ursprünglich mit dem Fentas Güllefass fahren. Keine Chance. Da fehlen einfach ein paar PS. Aus dem Grund habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Kredit aufgenommen. Habe hier mal richtig Geld in die Hand genommen. Der hat jetzt, muss ich lügen, 300 noch was PS mit Doppelbereifung. Ich zeige euch gleich auch, warum da Doppelbereifung sein muss. Das sehen wir gleich auf dem Feld. Ja, und ein Côte Garant mit Schwanenhals. Irgendwas passt mit den ausklappbaren Dinger nicht. Die hängen da so schief und ach, irgendwie, ich weiß es nicht. Wohl bemerkt von den Standarddingern, kann am Boden liegen, ich weiß es nicht. So, die beiden sind mit Grubbern schon fertig. Unsere Felder sind gegrubbert, das habe ich schon mal gemacht. Ja, die haben einen relativ guten Job gemacht. Natürlich müssen wir alles das, was mit dem hier, ne, mit dem, das ist ein Lemken, ne? Ist das Lemken? Müsste ein Lemken sein, was mit ihm gemacht worden ist. Ja gut, da liegen natürlich jetzt Steine. Die holen wir aber beim nächsten Mal runter. So, die lasse ich da auch stehen. Ja, ich habe jetzt einfach mal Futter im Hänger geholt. Das funktioniert so auch relativ gut. Ja, Produktion läuft auch. Eine Palette haben wir sogar schon. Die kann man dann sogar mal bei Gelegenheit wegräumen. Jo. So, ansonsten, er hier ist fast fertig. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo noch was haben, was wir per Hand ausmerzen müssen. Ja, ihr wisst, wegen den Ecken und Kanten. Ne? So. Kann sein, dass wir hier nämlich mal rüber müssen. So, machen wir ganz mal so. Kann sein, dass er drüber gefahren ist und wir beim Gülle fahren, weil das haben wir hier parallel gemacht, dass das dann alles nicht so... Ne? Schwierig. So, und wie ihr seht, hier liegen natürlich dann auch Steine. Das müssen wir dann halt irgendwann, ja, diese kleine Ecke unbedingt bleiben. Ja, ansonsten sieht das relativ gut aus. Hier ziehen wir nochmal so eine Außenline. Jo, ich denke mal, das ist ganz gut hier auf dem Feld. Ne, solange das nur so eine kleinen Ecken sind, ist das, denke ich mal, völlig in Ordnung. Gucken natürlich noch am anderen Ende da hinten, ob wir da noch irgendwas machen müssen. Ansonsten müssen wir jetzt auch definitiv auffüllen. Ne, da führt auch kein Weg dran vorbei. Weil wir sind hier voll aufs Feld hergefahren. Das muss ja auch noch für die anderen Felder reichen, beziehungsweise fürs nächste Feld. Da müssen wir wieder auffüllen. Und beim großen Feld müssen wir wahrscheinlich dreimal auffüllen. Da führt natürlich kein Weg dran vorbei. So, sehen wir, hier haben wir schon mal eine breitere Stelle. Ja, weil die Ecke hier auch wesentlich schärfer ist. Fahren wir mal hoch, einmal runter. Alles ist schick. Hier vorne am Rand, das darf sogar meinetwegen bleiben. Das ist ja auch in der Realität, dass da nicht immer ganz so viel wächst. Das ist in Ordnung. So. Ja, wie gesagt, ich wollte das Güllefass eigentlich mit ihm hier fahren. War da nicht so ganz. Gut, jetzt hat er halt GPS gekriegt. Jetzt hängt er vor der Drille. Ist okay, denke ich. So. Dann klappen wir das Ganze mal in. Und schicken ihn zu Feld 12. So. Er steht. Stehen. Nein, Feld 12 ist völlig falsch. Freundchen. Ja, Prinzip ist eigentlich relativ egal, können wir per Hand fahren. Wir müssen ja auffüllen. Habe ich jetzt gerade noch nicht mehr dran gedacht. Alter Mann, ihr wisst, wie es ist. Jo, machen wir halt so. Können wir dann auch per Hand hinschicken. Alles gut.
Ja, ansonsten zwischen der letzten Folge und jetzt ist halt nur das Grubbern passiert. Ich habe dann halt nur die Zeit vorgespult. Mehr ist dann auch nicht passiert. Weil es gab ja sonst nichts weiter zu tun. Ja. Das Gute ist, hier geht der Deckel automatisch auf. Ich muss gucken, woran das liegt. Wahrscheinlich an der Seemaschine. Ja, also bei Gelegenheit werden wir mal gucken, dass wir uns eine neue holen. Dann werden wir die hier abstoßen. Und dann sollte das, denke ich mal, auch ganz gut funktionieren. So. Schmeißen wir den da per Hand hin und dann ist auch gut. Weil wir da wahrscheinlich jetzt schon die Differentialarbeit komplett rausnehmen müssen. Ich habe mich da gerade so dermaßen festgefahren auf dem Feld, weil da so viel Wasser in der einen Senke steht. Ja, also da hat nicht viel gefehlt. Uah, und nicht so viel, so schnell um die Kurve. Die Dinger sind wackelig auf den Beinen. Gerade mit diesem Schlepper. Ja, steht so viel Wasser auf dem Feld. Eigentlich ist das total hirnrissig, da anzusäen. Aber ich will das jetzt fertig kriegen, damit wir mit unseren Feldern durch sind. Ja, wobei, theoretisch gesehen müssen wir da eigentlich. Eigentlich müssen wir da. Nee, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Wir müssen umdrehen. Wir müssen den zum anderen Feld bringen. Zum großen Feld. Als kleines ist nämlich noch nicht gegölt und beim großen bin ich noch dran. Dann stellen wir den da einfach hin und gut ist. Stellen wir den erstmal irgendwo an die Seite und dann hat sich die ganze Geschichte. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal eine ganze Ecke Gülle fahren. Nur erstmal was anderes. Haben wir ja so auch nicht so wirklich gemacht. Schon gar nicht mit dem Güllefass. Oder? Oh, ich glaube, das letzte Mal hat ein Augenfliegel, ne? Oh, Bambi ist tot. Ah, komm, dann können wir den anderen eigentlich hier noch auf dem Hof parken. Dann steht da nichts im Weg und dann ist auch gut. Ja, missionstechnisch ist gerade tatsächlich Ebbe angesagt. Also wir hätten noch eine Grubber-Mission, die bringt aber 5000. Ach, ja, ganz ehrlich, 5000 mehr oder weniger, die machen den Kohl bei uns echt nicht fettig. So, dann hier, Schleuderlicht an und gib ihm. Natürlich geht das Ganze jetzt hier über Güllekauf, aber unterm Strich immer noch günstiger, als wenn wir Mineraldünger kaufen. Ja, Mineraldünger, da wäre. Ich habe keine Ahnung, aber da sind wir garantiert bei. Insgesamt um die 100.000 bei der Menge. Uah. Bei der Menge. Ich muss mir jetzt echt angewöhnen, mit Gefühl um die Kurve zu fahren. Deswegen denke ich mal, ist das so auch ganz gut. Ja. Im nächsten Schritt, das können wir uns sogar mal angucken. Ja, wie immer speichern. Natürlich, natürlich. Würde ich. Wir haben einen relativ weiten Weg, ne? So, jetzt lass uns mal gucken. Fläche hier unten. Okay. Also, das nächste Feld, was wir uns holen würden, ist das hier. Hat den einfachen Hintergrund. Hier unten haben wir so eine kleine Fläche und da würde ich tatsächlich eine Feldgrube hinbauen wollen. Ja, hier oben haben wir leider nicht so wirklich die Fläche. Ist noch teurer, wo wir hier oben sogar gar nichts anstellen können. Leider können wir das hier nicht separat kaufen. Aber auch den Grünstreifen hier nicht. Wäre schön gewesen. Ja. Geht aber leider nicht. Dann haben wir nämlich hier für das Feld und später auch für das Feld Güllebunker. Oder eine Fläche dafür. Ja, da spart man sich dann den Weg auf dem Hof. Und außerdem hat man dann auch, sag ich mal, die Daseinsberechtigung für
für einen Zubringer oder sowas. Ne, das kann man ja dann alles wunderbar automatisieren. Entweder wenn wir selber irgendwann Gülle mal herstellen oder wir kaufen es weiter ein. Weil ganz ehrlich, ob wir den Dünger so einkaufen oder ob wir die Gülle einkaufen, das ist eigentlich relativ egal, denke ich. Ne, und Gülle fahren macht sowieso eindeutig mehr Spaß. So, und ihr seht schon, ja, er sinkt ein. Stellenweise. Ne, das hat ja diese Mod mit den, diese REA-Mod hat das ja auf sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gut. Ja, das macht echt abwechslungsreich. Du musst da wirklich auch mal mit Auge aufs Feld gehen und so weiter und so weiter. Deswegen ist das so, denke ich mal, die beste Option. Ja, hier sind wir natürlich mit dem Norm. Wir haben da hinten noch das kleine Feld. Das habe ich komplett vergessen. Da müssen wir gleich nochmal einen Grubber drüber schicken. Das habe ich komplett vergessen. Fällt mir gerade ein, wo ich in die Richtung gucke. Ne? Da haben wir ja noch das kleine Feld gekauft. Was wollte ich sagen? Ja, ich finde es echt gut, dass man dann wirklich überlegen muss, dass man dann auch wirklich mit unterschiedlichen Reifenkonfigurationen fahren muss. Ne? Weil hier bist du ohne Breitreifen bist du ja... Hast du gelitten. Du würdest vorkommen, aber so dermaßen langsam, das ist echt nicht schön dann in dem Moment. Und ich denke mal mit dem, ich habe mit Absicht auch den ersten Cerion genommen. Ne, dass man dann jetzt auch sagen kann, okay, jetzt hat er nicht gleich das beste Modell vom Cerion. Und ich finde es okay. Ich hatte überlegt, ob wir eher was anderes nehmen, irgendwie John Deere oder sowas. John Deere würde ich tatsächlich dann eher nehmen, wenn es Richtung schwere Feldarbeit geht. Also wenn wir uns irgendwann einen großen Grubber oder sowas holen. Da sehe ich einen großen 8R eigentlich davor, ne? Bin ich ehrlich. So. Ja. So, jetzt fahren wir da vorne wieder an den Rand und nehmen so eine kürzere Strecke. Das passt leider nicht vor und zurück. Ne? Wir haben da 39% drin. Und da vorne meine ich, der Wendehammer. Da würde ich dann gerne irgendwie so in dem Bereich eine Feldgrube hinbauen. Oh, jetzt sind wir zu weit gefahren. Na, es bietet sich da halt wunderbar an. Denk mal, man könnte wahrscheinlich den Kredit noch weiter ausreizen. Aber ganz ehrlich... Wir sind wahrscheinlich jetzt bei einem Punkt, wo wir nicht mehr kostendeckend vorwärts kommen. Deswegen da muss man jetzt echt mal ein bisschen mit Auge dran gehen und gucken, dass wir uns da nicht ins wirtschaftliche Abseits katapultieren. Sage ich an der Stelle mal. Ja, ansonsten noch so eine kleine Information im eigenen Interesse, beziehungsweise halt hier zum Let's Play. Ich produziere zeitlich vor. Wir haben jetzt Dienstag und ihr seht diese Folge Sonntag. Ja, also ich habe 5 Tage Vorlauf aktuell. Ich denke mal, das wird auch sich noch ein bisschen weiter nach draußen zögern. Alleine aus dem Grund, weil ich halt hier auch eine Menge Zeit offscreen rein investieren muss. Und aber auch will. Weil die Felder halt so schiermaßig groß sind. Ja, ne, ihr wisst es selber, ihr habt es ja gesehen, wie lange wir für die Ernte gebraucht haben und so weiter und so weiter. Teilweise hier wird das, was das große Feld angeht, braucht die Sämaschine 2,5 Stunden. Das ist dann schon eine Hausnummer, ne? Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Und, beim Dreschen, ja natürlich, klar, er fährt nur 7 km/h, ist in meinen Augen aber auch okay. Ja, macht den Kohl aber am Ende nicht fettig. Das ist ja das einzige Gerät, das wir verändert haben. Bis jetzt. Denke mal, das ist so ganz gut bei diesen Feldern. Irgendwann, ne, ich hab's ja schon am Anfang gesagt, das ist nicht die letzte Karte. Das ist auch nicht der letzte Spielstand. Garantiert nicht. Wir werden irgendwann auf einer Karte sein, wo wir alles machen. Von Anfang bis Ende.
wo kein Schnitt dabei ist. Vielleicht läuft jetzt demnächst noch ein zweites Projekt an. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt auch keine, ja, keine so schöne Map gefunden, die jetzt auch vernünftig läuft bei mir. Vom Vielfachkarten mal abgesehen. Liebäugel dann tatsächlich mit einer Karte, wo wir alles selber machen, sprich, wo wir nackig anfangen. Müssen wir gucken. Ja, also nackig anfangen, so nur mal als Beispiel die Niemandsland-Map. Ja, also die LS-Leute unter euch, die werden sie kennen. Nur als Beispiel, es gibt ja noch andere Karten. Ja, wirklich mit nix anfangen. Also keine Felder, was weiß ich, nur so ein abgeranzter, runtergekommener Fuhrpark, irgendwie sowas. Ne, und da kann man dann ja auch wirklich alles so klein dimensioniert machen, dass man sagen kann, okay, komm, lieber kleinere Felder, dafür viele oder wie auch immer. Ja, weil wo ich nicht mit anfangen möchte, ist mit irgendwelchen Schnitten. Oder mit irgendeinem schnellen Vorlauf oder sowas. Weil ich bin ganz ehrlich, solange ich es rauszögern kann, möchte ich nicht rendern müssen. Nicht, weil es mein PC nicht schafft, sondern alleine, weil ich es überflüssig finde. Ja, weil rendern musst du diese Videos mit der Software, wo ich sie aufnehme, oder mit der ich sie aufnehme, so nicht. Ja, deswegen. So, dann fahren wir mal weiter. Beziehungsweise, der hat ja noch einen Moment Zeit. Und schmeißen ihn nämlich nochmal ganz schnell aufs andere Feld. Weil, nö, wisst ihr was, wir machen das ganz anders. Den machen wir jetzt mit Direktsaat. Ich weiß, hab gesagt, machen wir nicht, aber ganz ehrlich, ich will auch vorwärts kommen. Ihr wollt vorwärts kommen. Und das Spiel gibt es her. Also, warum? Außerdem können wir das ja im Zweifelsfall auch so auf, ne, so eine Art Feldversuch machen. Ob das dann gut funktioniert oder auch nicht funktioniert, wir werden es sehen. So. Schmeißen wir mal hier Kurseplay an. Das ist die falsche Map hier. So, Job erstellen. Nein, falsches Feld. Zack. Zack. 5 passt. Viele. So, macht. Gesagt, ist ausgewählt, erster Wegpunkt. Gib ihm. Aber auch keine Sorge, wir werden irgendwann, wenn sich das alles so ein bisschen verläuft, werden wir auch zusammen ansäen. Das wird schon alles. Da bin ich mal voller Elan. So, da müssen noch 3 Felder gedüngt werden. Ich habe tatsächlich auch erst das kleine Feld fertig. Na, aber die anderen, die gehen ja dann doch relativ humaner vonstatten als das hier. Das ist halt unser aktuell größtes Feld. So, den machen wir aus. Den machen wir an. Und dann gib ihm. Ich finde im Übrigen, das ist ein optisch gesehen, wenn man jetzt mal die Farbe. Ist, na, die Farben könnten gleich sein. Das Grün. Ja, aber ansonsten sieht, macht ein gutes Bild. Bin ich ehrlich.
bin ich ehrlich. Na, und ihr seht halt, hier wird ordentlich Gülle rausgeknallt. Aber das gehört halt auch dazu. Ja, theoretisch gesehen wäre der richtige Weg jetzt danach gleich rüber zu grubbern. Aber wir fahren da mit der Seemaschine direkt drüber. Also ist das eigentlich auch völlig in Ordnung in meinen Augen. Allerdings sieht der Gesetzgeber vor, unverzüglich. Unverzüglich bedeutet direkt im Anschluss und nicht 2-3 Stunden später. Ja, also der fährt an und ein Grubber fährt hinterher oder die nächste oder der nächste Arbeitsschritt, welcher das auch in dem Fall ist. Das ist halt das, was das Gesetz sagt. Eieiei, mein Näschen. Ja. Ich denke mal, wir werden uns dann bis zur Ernte, also wenn wir hier durch sind, mit Auftragsarbeiten aufhalten. Ne, das heißt ansehen, grubbern. Ich muss mal gucken. Was wir uns dann noch zulegen. Also zulegen im Sinne von, ich habe jetzt noch echt einiges an Produktionsgebäuden runtergeladen und so weiter und so weiter. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns wirklich jetzt mal so eine Schiene überlegen, wie wir das Ganze dann zukünftig laufen lassen. Ich bin der Meinung, dadurch, dass wir jetzt Hafer angebaut haben, wir haben Weizen mit drin, ja, wir bauen uns irgendwo eine Mühle hin. Dann geht zwar wieder die ganze Geschichte mit den Paletten los, aber das soll mir eigentlich relativ egal sein. Dann machen wir das einfach. Weil irgendwie müssen wir ja zu Geld kommen. Und den Hafer können wir dann ja gewinnbringender verkaufen. Meine Meinung. So, das wird jetzt hier wieder nicht ganz reichen. Aber das ist egal. Wir werden dann irgendwann nochmal, wir werden nochmal hoch und runter Kante fahren. Und dann ist das auch gut, denke ich. So. Ja. Im Übrigen, langfristig wird das dann so sein, dass wir mit ihm hier eigentlich ganz gut irgendwann ein Silo bauen können. Also ich gehe mal davon aus, der wird eine ganze, ganze Menge Zeit bekommen. Ganze Menge. Alleine halt, weil er halt ein wunderbares Eigengewicht hat, ne? Den werden wir tatsächlich auch nur fürs Güllefahren momentan benutzen. Eventuell dann ja irgendwann nochmal für grober arbeiten, wenn wir was Größeres haben. Also für, ne, normal, also für normalen Grubber, für keine Scheibenegge. Und dann denke ich mal, ist das auch ganz gut. Wobei man bei diesen Wetterbedingungen oder Bodenbedingungen eher gesagt, den auch hätte vor die Seemaschine packen können. Aber im Umkehrschluss bedeutet das tatsächlich eigentlich nur, dass wir eigentlich zu kleine Maschinen für unsere jetzigen Geräte haben. Mehr oder weniger, ne? Ja, so ist das. So, wir können mal hier die Zeit gerade nutzen und mal ein bisschen durchstöbern. Also, Produktion. Immer da ich an. Also, das wäre eine Option, weil wir hier halt Hafer mit drin haben, ne? Und Weizen. So. Eine Futtermischanlage habe ich nochmal geholt. Ist für. Will ich das jetzt.
Schweinefutter, falls wir irgendwann mal auf die Idee kommen. Habe ich so auch noch nicht gemacht, könnte man überlegen. Dann, das ist, das hatten wir, genau hier, Schneeschmelze habe ich uns reingezogen, das geht. Ja, wir hatten tatsächlich keinen Schnee, also es ist zwar Schnee gefallen, aber wir hatten so keinen. So, dann habe ich uns noch so ein Kühlhaus entwickelt. Ich glaube, das ist für Eier gar nicht verkehrt. Wenn wir dann das Geld, also vernünftig das Geld wieder dafür haben, könnte man hier irgendwo hinstellen. Ne, weil ich stelle mir vor, dass wir hier dann irgendwann den großen Hühnerstall hinstellen. Ja, dann können wir hier die Eierpaletten sammeln. So, ansonsten hier habe ich nochmal so ein... einmal mal so ein Lagerhaus. Und ja, irgendwann fangen wir auch mit Optik an. So, was haben wir denn sonst noch? Eine Mischmühle? Ja, das ist eine Station, wenn ich das jetzt richtig... Herbizidproduktion. Ich denke mal, das könnte auch langfristig ganz interessant werden. Ja, und den Rest kennt ja tatsächlich. Butterfabrik. Ist auch eine Idee. Habe ich nachgelesen. Und zwar, die funktioniert so. Nur mit Milch kommt normale Butter raus und dann gibt es halt noch so Spezialbutter. Ist definitiv eine Idee wert und eine Option. So, dann haben wir hier noch eine Fleischerei. Würde sich auch anbieten. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da würde ich dann irgendwas, sowas würde ich wirklich weit später in Angriff nehmen. Alleine aus dem Grund, weil ich will nicht alle Produktionen hier auf dem Hof haben. Ich denke mal, wenn wir uns hier noch ein Kühlhaus hinstellen, dann ist das in Ordnung. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht eventuell sogar ein Kühlhaus für unser Gemüse kriegen, dann würde sich sogar ein LKW für uns lohnen. Ne? Soll dann mal gucken, was wir uns dann irgendwann holen. Aber alles Zukunftsmusik. Ja, nächste Anschaffung, die wir uns auf jeden Fall holen, ist eine Spritze. Ich denke mal, für dieses Jahr werden wir uns nochmal eine mieten, oder nochmal, was heißt nochmal? Also das erste Mal werden wir uns eine mieten müssen, weil wir kein Geld haben für eine Spritze. Also nicht ausreichend. Und dann nach der nächsten Ernte werden wir uns eine Spritze holen. Und dann können wir überlegen, so langsam Richtung Produktion. Ja, für Unterstellmöglichkeiten und sowas, das brauchen wir da wirklich nicht. Da haben wir ja wirklich einen ganzen Arsch voll. Ja, also da brauchen wir da wirklich nichts bauen. Und dann sieht das so schon mal ganz gut aus. Hey. Ich hopp doch. So, so sollst du machen. So ist ein braver Schlepper. Und an. Und aus. Ja. Na, also wie ihr seht, hier ist da noch so einiges zu tun. Ich werde damit auch noch eine ganze Zeit verbringen. Ich will euch damit aber auch tatsächlich gar nicht langweilen. Ja, ich hole euch das nächste Mal dazu, wenn hier soweit alles fertig ist, wenn angesät ist, ja, dann und wir dann irgendwann irgendwelche Aufgaben machen, keine Ahnung, ja, dann suchen wir uns vielleicht mal irgendwie einen schönen Auftrag raus, den wir dann wirklich gemeinsam machen und dann auch mal gemeinsam von A bis Z durchfahren, ne, denk mal, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gut, ja, denk mal, wir sind mit einer Hemmstunde Gülle fahren auch eigentlich relativ gut, human durchgekommen. Ansonsten schreibt es bitte in die Kommentare, ne? Also ich arbeite zwar eine gewisse Zeit lang vor, aber irgendwann kommt es ja rein, ne? Und wenn ihr sagt, nee, von wegen, ey komm, wir wollen das von A bis Z, dann können wir das auch gerne machen, dass wir ein komplettes Feld, ne? Immer ein komplettes Feld so von A bis Z durchgängig machen. Habe ich gar kein Problem mit. Ne? Da müsst ihr sagen, wie ihr es gerne hättet, weil das ist für mich ja auch nur so jetzt eine reine Mutmaßung. Ich mir dann immer so denke, ja, die ganze Zeit immer das Gleiche, könnte langweilig sein. So. Gut. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wer noch nicht abonniert hat, beziehungsweise wer der noch kein Follow dagelassen hat, darf dies gerne tun. Und wenn ihr nichts vergesst, ne? Wenn ihr nichts übersehen wollt oder sowas, macht die Glocke an. Ganz wichtig.
Ja, bis dahin, euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.